Ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten SciFiNews.de Video Review und wir schauen uns das da oben an, Star Trek Discovery, in dem Fall Episode 3x04, Forget Me Not, Vergiss Mein Nicht. Und hier zu meiner Linken ist der Jens. Hi Jens, grüß dich, wie geht's? Grüß dich Daniel, mir geht's sehr gut, danke und ich freue mich auf die heutige Sendung. Ja, ich meine, freuen bei Star Trek Discovery ist ja immer so ein bisschen schwieriges Thema. Ich persönlich bin ja dafür bekannt, berühmt, berüchtigt, dass mir das bislang nicht so hundertprozentig gefallen hat. Wie ist denn so dein ganz, ganz schnelles Resümee Staffel 1, Staffel 2? War das positiv, war das negativ? Das war hauptsächlich mittelmäßig. Mein persönlicher Eindruck war in beiden Staffeln, dass es ganz gut gestartet ist irgendwie und dann doch irgendwie ziemlich absurd wurde zum Ende hin. Und für Staffel 3 hat man ja wieder den Reboot-Knopf so ein bisschen gedrückt und ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, also was sich jetzt natürlich extrem entwickelt hat, ist der Sprung in die Zukunft. Wir sind ja jetzt, ich glaube, 1000 Jahre, 930 oder sowas in die Richtung in die Zukunft. Die Föderation ist nicht mehr. Und wir haben uns ja schriftlich noch überhaupt nicht Episode 2 und Episode 3 angeguckt. Kleines Resümee. Wir haben eine Episode gehabt, Fern der Heimat und die Bewohner der Erde. Vielleicht fängst du mal an mit Far From Home. Ja, Far From Home, ja. Wir sind ja tatsächlich im 32. Jahrhundert. Das musste ich aber auch selber googeln. Und Far From Home ist ja quasi der zweite Teil des Prolog dieser dritten Staffel. Im ersten Teil ist ja Michael im 32. Jahrhundert angekommen, ohne die Discovery. Und ja, jetzt im zweiten Teil landet die Discovery nicht auf Terra Lysium, wie erhofft, sondern irgendwo anders. Und muss sich erstmal zurechtfinden nach einer Bruchlandung und muss dann erstmal die erste Prüfung in dieser Staffel sozusagen meistern. Ja, ich habe mich im Anbetracht der Bruchlandung ja irgendwie drauf gefreut. Das ist ja so ein Bergbau. Ich hatte gehofft, dass man den Bagger 288 da nochmal zu sehen kriegt. Ja, ich hatte auch mehr Promotion von Caterpillar oder so gehofft. Ganz einfach. Ja, genau. Das, weiß ich nicht. Ja, Sponsoring-Gelegenheiten da hat Discovery schon noch ein bisschen Potenzial nach oben. Episode 2, da gab es für mich eine Szene, die hat mir so überhaupt nicht gefallen. Das war, dass man hier die Führerin aus dem Paralleluniversum nochmal zeigt. Genau, schön. Du hast den deutschen Gruß also nicht vergessen über all die Jahre. Natürlich nicht. Entschuldigung. Und was ich da überhaupt nicht hinnehmen kann, ist, dass man diese Figur nach wie vor, ja, dass man der eine Bühne gibt, dass man die hofiert, dass man die als gewissermaßen lustig verkauft. Das in Anbetracht dessen, dass sie ja offenbar 20, 30, 40, 50 Minuten, vielleicht auch 2 Stunden lang in einer Leiche rumstochert mit ihren Füßen. Wie stehst denn du dazu? Ich sehe, du hast ein Mortal Kombat-Emblem hinter dir stehen. Vermutlich findest du das ganz gut. Mein Freund Scorpion ist natürlich auch mit heute von der Partie, beobachtet dich vor allem, Daniel, und ist da auch bereit einzuschreiten, wenn ihm das nicht gefällt. Zur Sache zurück, ein bisschen ernst. Ich sehe es schon so wie du. Ich mag einfach diese Figur generell nicht. Wir hatten schon mal irgendwann mal gesprochen, wir beide, und gesagt, es hat einen Grund, warum diese Figuren aus dem Spiegeluniversum halt auch nur ins Spiegeluniversum passen. Und das ist ja in der Originalserie und in Deep Space Nine hervorragend gelungen, das irgendwie aufzuarbeiten. Ich mag einfach die Figur nicht und ich mag sie nicht in diesem Universum, in dem eigentlichen Universum haben. Und deswegen schließe ich mich da deiner Meinung an. Zumal der Charakter auch super überzeichnet ist und mir die Schauspielerin einfach auch von vornherein die gefallen hat, schon in der Vergangenheit nicht in anderen Rollen und in Star Trek Discovery auch nicht. Du bist also voller Vorurteile. Ja, ich bin tatsächlich mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, nur wegen dieser Figur, nur wegen dieser ganz bewussten Entscheidung, dass man einer Mörderin so eine Plattform bietet und das auch noch als Humor verkauft, dass sich dadurch die gesamte Serie diskreditiert. Und ich muss sagen, ich bin wirklich kurz davor, dass ich an dieser Stelle abgeschalten habe. Ging es dir da ähnlich oder bist du da noch ein bisschen gemäßigter? Ich bin jetzt gespannt, wie viel Raum die Figur jetzt in der dritten Staffel einnimmt. Für mich in den ersten Folgen schon wieder viel zu viel.
bin ich auch bei dir. Ich muss sagen, wenn man solche Charaktere nutzt, wie in der Vergangenheit zum Beispiel bei Deep Space Nine, wo Captain Sisko ja auch so ein paar Szenen hatte, wo man gesagt hat, okay, ja, aber anhand der Umstände kann ich nachvollziehen. Der Charakter entwickelt sich so ein bisschen in diese Richtung. Es gab auch entsprechende Sachen bei Enterprise, wo Archer auch angefangen hat, irgendwelche Leute zu foltern. Hallo, meinst du den Luftschleusen-Archer? Ja, Luftschleusen-Archer, genau. Aber das war immer noch so ein bisschen, ja, wir waren in einer extremen Situation und eigentlich bin ich anders. Und dieser Charakter ist halt grundsätzlich so und das ist einfach drüber. Mhm. Und auch diese Szene, wo jetzt mit einer Schippe da diese Pilzkammer ausgeleert werden muss, voller Eingeweide, ja, das weiß ich nicht, kann ich mit Star Trek irgendwie nicht so viel anfangen in dem Bereich. Ja, also das muss definitiv nicht sein, ja. Was auch nicht sein muss, das ist, dass man irgendwelche Ensigns mit auf eine gefährliche Außenmission nimmt, wenn es keinerlei rationalen Grund gibt dafür, die mitzunehmen, außer dass sie mehr Screentime braucht. Aber das ist ja ein grundsätzliches Problem bei Discovery, dass man, sag ich mal, sehr stark davon abweicht. Man hat das Universum, das man sagt, das man hat, und dann hat man das, was man tut und zeigt. Da gibt es eine große Diskrepanz. Wir haben die Föderation, die ist ja so ein bisschen, naja, hat eine militärische Struktur, und da wäre es undenkbar, dass man eine Tilly mit, dann danach draußen nimmt. Das macht die Serie jetzt schon seit zwei Staffeln so, das glaube ich bleibt auch so. Das sehen wir jetzt dann auch in Episode 3 wieder so ein bisschen. Fazit von deiner Seite aus zu Fern der Heimat? Ja, ich muss sagen, mir hat die Struktur der Folge ganz gut gefallen. Das war dieses klassische Star Trek. Wir haben so einen Hauptstrang und einen so einen Nebenplot mit Stamets und der Figur, deren Name mir gerade nicht einfällt. Du meinst den Doktor? Ja, nee, ich meine seine weibliche Adjutantin, die gerne der weibliche Montgomery Scott ist, mit flotten Sprüchen. Ach ja, ja, ja. Ich habe den Namen jetzt auch gerade nicht im Kopf, außer dass ich die Szene reichlich dämlich fand, wo er das die ganze Zeit versucht, das Schiff zu retten, und dann das Einzige, was er wirklich tut, ist ein Kabel zusammenstecken. Das muss ein unglaublich besonderes Kabel gewesen sein, dass man da so eine Fachkraft braucht, die dann dahergeht und dann... Dessen Name uns beide nicht einfällt, so weit ist es mit uns Star Trek-Fans schon gekommen, ist einfach auch komplett überzeichnet, meiner Meinung nach, und gut, kommen wir vielleicht nochmal später drauf. Ansonsten hat mir die Episode ganz gut gefallen, weil, wie gesagt, klassischer Plot, Hauptstrang, Nebenplot so ein bisschen, und sicherlich nichts, was wir nicht schon mal bei Star Trek gesehen hätten, aber durch die Außenaufnahmen aus Island nochmal auch sehenswert, fand ich. Ich fand die Folge okay. Ja, also mit gerade noch okay, mal abgesehen von diesen Szenen da in der Pilzkammer, kann ich mich anschließen. Ja, man hat natürlich auch die Chance genutzt und dieselbe Geschichte wie in Episode 1 noch ein zweites Mal erzählt. Finde ich aber ganz, ganz, ganz gut, dass man das aus zwei Blickwinkeln mal betrachten kann. Und was ganz besonders schön war, Star Trek Discovery ohne Michael Burnham macht ja tatsächlich ein bisschen Spaß. Ja, das ist mir leider auch aufgefallen. Ja. Ja, gut. Aber dann kommt ja zum Schluss die große Nachricht über den Viewscreen, und der Weltraum-Jesus hat es wieder gemacht. Ja. Übrigens, vielleicht noch mal kurz ein Wort zu deiner Theorie Richtung Star Trek Discovery, dritte Staffel und Andromeda. Vielleicht noch mal kurz von dir. Das habt ihr mal beschrieben, würde mich noch mal interessieren, was du damit genau gemeint hast. Ich habe damit gemeint, dass man letztendlich die Prämisse von Gene Roddenberrys letzter TV-Serie einfach genommen hat, meiner Meinung nach, und gesagt hat, okay, der Commonwealth ist jetzt zusammengebrochen, es gibt ein einzelnes Raumschiff, das fernab in der Zukunft ist, aber dank der Discovery lebt die Hoffnung weiter. Das ist der Intro-Text ja auch aus Star Trek Andromeda, hätte ich jetzt fast schon gesagt hier. Aus Andromeda, ja, mit Kevin Sorbo, den du ja auch mal auf einer FedCon auf dem Flur umgerannt hast, habe ich in Erinnerung. Ja, es war, denke ich, andersrum. Ich erzähle die Geschichte natürlich immer so, als dass ich ihn umgerannt habe, nicht umgekehrt. Aber du warst ja wie immer betrunken. Ich war wie immer betrunken, das ist glaube ich 15 Jahre her. Danach habe ich ihn zu einem No-Disqualification-Match in der Hotellobby hin herausgefordert, aber gut, ich wollte seine Karriere zu dem Zeitpunkt auch nicht zerstören. Ja, fair. Hart, aber fair. Hart, aber fair, genau. Ja gut, aber zurück zu Andromeda. Ja. ich
also ich finde wirklich die Ausgangslage von der ersten Episode, das ist 1:1 das, und das muss jetzt nichts Schlechtes sein, ein Remake in Anführungszeichen ist ja nichts Verkehrtes, hat ja auch Battlestar Galactica ganz gut hingekriegt. Es ist halt einfach so eine Prämisse, die super viel Potenzial hat. Und was ich dann immer schade finde, ist, wenn das Potenzial überhaupt nicht ausgeschöpft wird. Man hat da in der ersten Folge wunderschön diese neuen Figur, diese neue Figur drin. Brook heißt er, glaube ich, oder Book, eins von beiden. Ist jetzt anscheinend schon überhaupt kein Thema mehr. Ich hatte da gehofft, dass man das Ganze ein bisschen langsamer erzählt. Mhm. Vielleicht kommt da noch mehr. Mal sehen. Jetzt haben wir natürlich noch die Bewohner der Erde gehabt. Die waren in Episode 3 nicht ganz so glücklich, als die Discovery angekommen ist. Konntest du das nachvollziehen? Ja, ich muss da vielleicht mal einhaken kurz und sagen, dass mir das Setting einfach so inkonsequent vorkommt. Ich sag mal, wir sind, was weiß ich, 1000 Jahre in der Zukunft. Aber irgendwie ist das so eine Mischung, ich sag mal, vom Look zwischen Space Cowboys, so ein bisschen Deus Ex und Steampunk. Wir haben auf einmal Schrotflinten als Laserkanonen. Dann kommen wir aber in die Folge People of Earth, wo alles eher wieder so nach Föderation aussieht, obwohl ja die Föderation dort nicht mehr beheimatet ist. Aber wir dann in Einstellungen die Erde sehen, wo dann aber lustig da auf dem Fluss irgendwelche Ausflugsdampfer rumfahren. Das ist für mich irgendwie sehr inkonsequent. Also wenn ich eher so eine Dystopie aufbauen möchte, dann würde ich einen anderen Look wählen, ganz einfach. Und ich fühle mich einfach auch nicht 1000 Jahre in der Zukunft. Ja, interessanter Aspekt, also das nicht so fühlen, als wäre man tatsächlich so weit draußen. Ja, teils. Also ich habe jetzt diesen Cowboy-Look als großer Firefly-Fan natürlich begrüßt. Auch wenn das natürlich auch wieder so ein bisschen so ein Plagiat, so ein Plagiatsgefühl einfach da auch mitschwingt. Aber du hast recht, also wenn man das jetzt mal vergleicht mit einem Universum wie in The Expanse, wo man mehrere Fraktionen hat, wo man eine unglaubliche Geschichte erzählt über sehr, sehr lange Zeit und das Ganze sehr konsequent und nachvollziehbar macht, dann ist Discovery in der Hinsicht natürlich auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Wir sind natürlich hier auch deutlich näher an sagen wir, klassischer Unterhaltungsindustrie wie bei The Expanse. Expanse mit ein bisschen mehr Anspruch. Was das Thema Zukunft und kreativ sein, auch das ist so ein Punkt, der in der letzten Staffel Discovery schon nicht mehr so ganz präsent war, meiner Meinung nach. Man hat sich da einfach sehr viel alter Ideen bedient. Das setzt sich jetzt ein bisschen fort. Mir hat allerdings Episode 1 tatsächlich ganz, ganz gut gefallen. Also dieser letzte Bedienstete der Sternflotte, der da in seiner kaputten Station sitzt mit dem Hologrammbett und war schon alles sehr, sehr nett. Ja, aber auch das in Episode 2, in Episode 3 schon wieder alles abgefrühstückt, alles abgearbeitet. Warum kann man denn da einfach nicht mehr sehen? Warum geht das nicht? Ja, und ich fürchte auch, dass wir da vielleicht auch gar nicht so viel mehr sehen werden. Ich möchte aber Episode 3 auch nochmal nutzen, um vielleicht nochmal einen ganz anderen Aspekt aufzugreifen. Ist ein bisschen heikel, trotzdem möchte ich es erwähnen. Und zwar geht es mir da um das Thema Minderheiten in Star Trek Discovery. Und das ist mir mittlerweile ein bisschen zu drüber. Ich finde, Star Trek hat das immer gut geschafft, dass auf so eine subtile Art und Weise Minderheiten auch in Positionen zu verkörpern, die sie vielleicht in der Realität noch nicht bekleiden könnten. Sei es jetzt Captain Sisko als erster schwarzer Captain einer Raumstation, Captain Janeway als erste Frau, 10 Jahre bevor Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde. All das sehr subtil und nicht so plakativ. Und in Star Trek Discovery habe ich einfach das Gefühl, dass jeder Charakter in irgendeiner Form irgendwie eine Minderheit repräsentieren muss. Und finde ich ein bisschen überzeichnet. Ich hatte neulich über Star Trek Discovery Artikel in der Taz gelesen. Und da war es dann doch für mich irgendwie ein bisschen zu viel. Also wenn man so viel Aufmerksamkeit mit dem Thema erreicht. Und dann war es ja wieder auch klassisch in der dritten Episode. Als der Helm abgezogen wurde, war es der böse weiße alte Mann, der dann gegenüber der farbigen Anführerin der Erde stand. Ist mir ein bisschen zu bildgewaltig alles aktuell. Also ich weiß nicht, glaubst du, das ist ein Zufall oder ist das Zufall? Also sagen wir mal so, du hast jetzt natürlich eine sehr unpopuläre Meinung vertreten. als weißer Mann mit 1%er Gehalt
ist das natürlich schon eine harte Nummer. Aber du hast, also ich kann absolut nachvollziehen, wo du herkommst. Mir geht es auch so ein bisschen. Ich fühle mich als weißer, heterosexueller Mann tatsächlich ein bisschen unterrepräsentiert in The Star Trek Discovery. So blöd das klingt. Und du hast jetzt schon ein paar Figuren aus der Vergangenheit angesprochen, wo das also überhaupt kein Thema war und deswegen gelungen. Und da ist für mich natürlich auch ein Geordi LaForge eine großartige Figur, die völlig integriert, die völlig inklusiv ist. Ja, inklusiv kenne ich persönlich ja früher nur von den Urlauben mit Halbpension. Aber da hat es TNG schon richtig gemacht und gesagt, ja Moment, wir haben hier jemanden, der hat eine körperliche Behinderung, der ist aber absolut gleichwertig und das ist überhaupt kein Thema und er erfährt Unterstützung und alles ist in Ordnung. Unterschied zu Discovery ist, man hat da keinen Holzhammer genommen, finde ich. Und, genau, und das macht es langsam so ein bisschen, wie soll ich es sagen, ein bisschen nervig vielleicht, das Ganze anzugucken. Muss denn jede Figur irgendwie anders sein, erzwungenermaßen anders? Und ist nicht das eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man erreichen möchte? Kann man denn nicht einfach ein homosexuelles Paar ganz natürlich zeigen und nicht irgendwie völlig erzwungen in jeder Situation noch mal darauf hinweisen, dass? Ich weiß es nicht. Also ich finde, das muss besser gehen. Genau der Meinung bin ich auch und nichts anderes wollte ich auch damit ausdrücken. Es muss einfach, einfach normal rüberkommen, um auch eine Normalität in diesem Universum zu vermitteln. Ne? Nichts anderes sollte da der Anspruch sein. Und wie du schon richtig gesagt hast, diese Holzhammer-Methode bewirkt vielleicht eher das Gegenteil. Jetzt sind wir natürlich auch vielleicht in ein Alter gekommen, wo wir vielleicht auch nicht mehr die Zielgruppe sind. Das mag ja sein. Trotzdem denke ich mal, in so einem Review-Video kann man diese Dinge auch mal ansprechen und ich bin mal auf die Reaktion gespannt, was andere vielleicht dazu sagen. Ja, also wenn ihr genau zu diesem Punkt vielleicht auch eine Meinung habt, vielleicht auch mit uns darüber sprechen wollt. Wir haben jetzt hier unglaubliches Production Value aufgefahren, scheiß 3D-Asteroiden und einen Mond und eine fucking Sonne ist hinter mir. Wir können auch einen Skype-Call nächstes Mal mit reinnehmen und da sprechen wir gerne mit euch, wenn ihr daran Interesse habt, genau über solche Themen. Was ist eure Meinung zu Star Trek Discovery? Was ist eure Meinung zu diesem Thema Inklusion in TV-Serien? Muss es immer divers sein? Was ist denn eigentlich das, was ihr sehen wollt? Würde mich natürlich interessieren. Ich bin ja mittlerweile auch schon, 25. Man sieht es an meinem vollen Haupthaar. Ja, richtig. Im Showgeschäft bin ich schon viel länger. Das ist wohl wahr. Und wenn ihr also da Interesse habt, mit uns zu sprechen, einfach kurze E-Mail schreiben, Kommentar hinterlassen unter diesem Video. Irgendwie finden wir schon zueinander, würde ich sagen. Ja. Aber bitte nur Meinung, die auch mit unserer Kontrolle gehen. Also, ja, natürlich. Wir wollen auf keinen Fall kritische Sachen einblenden, das wollen wir nicht. Nein, wir sind daran interessiert, auf jeden Fall, vernünftig darüber zu diskutieren. So ist das. Und im Stichwort vernünftig diskutieren ist ein ganz, ganz gutes. Jetzt schauen wir uns nämlich wirklich mal Episode 4 an, Forget Me Not. Klingt für mich tatsächlich Englisch ein bisschen holprig, aber gehört anscheinend so. Vergiss mein nicht. Und da geht es jetzt um, um was geht es denn eigentlich, Jens? Naja, es geht ja um unserem Trill, den wir ja schon kurz in der letzten Episode kennengelernt haben, der offensichtlich Probleme hat mit seinem Symbionten. Er kann nicht auf die Erinnerung zurückgreifen, sie kann nicht auf die Erinnerung zurückgreifen. Und da hat man einfach eine coole Idee, die man einfach mal so ein bisschen auch von Deep Space Nine geklaut hat. Wir fliegen doch einfach mal zum Heimatplaneten, der Trill. Und da setzt die Episode eigentlich erst richtig ein. Vielleicht magst du mal so ein bisschen berichten, was dann passiert. Ja, was passiert da? Man kommt an am Heimatplaneten, der Trill hat natürlich den Pilzantrieb verwendet. Irgendwie das Thema aus der zweiten Staffel, dass das alles nicht so dolle ist, ist jetzt auch irgendwie kein Thema mehr. Ein Punkt, der mich auch ein bisschen stört, das ist unglaublich inkonsequent. Und ich meine, wenn man schon diese tolle Sprungtechnik hat, warum kann man denn dann nicht mal in der Gegend rumspringen und die Föderation mal suchen? Ich meine, die Discovery hat ja wohl noch Langstreckensensoren, die hat ja wohl noch die Lithium und überhaupt, also dass es die Föderation nicht mehr gibt, das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, ja, die habt ihr sie noch alle. Sicher, man, da macht es mal ein bisschen Bumm und dann explodieren alle Schiffe.
Aber dann gab es doch noch andere Föderationsmitglieder. Dann gab es doch noch hier andere Rassen, die auch ohne Dilithium einen warpfähigen Antrieb hatten. Was ist denn mit denen? Haben die keinen Bock mehr? Oder? Na gut, damit müssen wir uns auch abfinden. Finde ich auch super inkonsequent. Finde ich furchtbar billig geschrieben. Das ist so plump und so einfach und so unnütz. Aber jetzt sind wir nun mal da. Wir müssen wieder mit unserem Pilzen dagegen rumspringen. Wir springen zum Planet Atrill und da gibt es eine schöne Szene. Da kommt hier die junge Dame oder der junge Mann, man weiß es noch nicht so recht, auf die Oberfläche oder vielleicht auch keines von beiden, ja. Und wir haben eine ganz tolle Einstellung, die so richtig an TOS erinnert, an TNG, klassische Farben, bunte Darstellungen, Blumen, irgendwelche Fische, die da in der Gegend rumspringen. Hat mir sehr gut gefallen, hat sehr, sehr stark an TNG erinnert. Man trifft dann auf die Abgesandte der Trill und die sind dann gleich mal ein bisschen entsetzt, möchte man fast sagen. Oh Gott, menschlicher Host, das geht ja mal überhaupt nicht. Und von dort aus geht die ganze Handlung weiter, wie sie nun mal kommen muss. Es gibt dann eine Pro- und eine Kontraposition. Also einer, der erkannt hat oder der ein bisschen erleuchteter ist und dann natürlich die Unterstützung anbietet. Und an sich, Grundstruktur der Handlung finde ich da ganz gut, dass man diese zwei Pole hat, aber auch wieder Umsetzung. Um Gottes Willen war das oberflächlich. Ja, oberflächlich und auch wenig kreativ, hast du eben auch schon mal erwähnt. Wie gesagt, wir waren bei Deep Space Nine schon mal auf dem Heimatplaneten der Trill. Und jetzt nochmal vielleicht zu dem Gesamtkonstrukt. Brauchen wir jetzt nochmal eine Trill-Figur? Ich glaube, wir haben in Deep Space Nine mit Jadzia Dax und in der siebten Staffel mit Elsie Dax haben wir, glaube ich, alle Facetten eines Trills beleuchtet. Das jetzt nochmal von vorne vielleicht und dann über die ganze dritte Staffel mit all den Schwierigkeiten, die sowas vielleicht bringt mit Wirt und Beyond. Weiß ich nicht, ob ich das nochmal brauche. Vielleicht jetzt zur aktuellen Folge zurück. Ich kann mich noch relativ gut an die Deep Space Nine Episode erinnern, wo man da auf dem Heimatplanet der Trill ist. Da gibt es ja auch diese Höhlen, in denen die Beyond dann rumschwimmen. Ja, ich habe das Gefühl, dass hier jetzt einfach auch wieder ganz stark übertrieben wurde, dass man dann in diesem Becken abtaucht und in so eine Art Parallelwelt irgendwie gerät, wo man sich dann nochmal im Geiste trifft und mit seinen Vorwirten, konnte ich schwer was abgewinnen, muss ich sagen. War mir einfach, weiß ich nicht. War der zu spirituell? Spirituell, ja, auch. Und aber auch billig gemacht, muss ich irgendwie sagen. Mir hat es nicht gefallen. Diese ganzen Szenen auf dem Trill-Heimatplaneten, ich war auch ganz, ganz euphorisch, als sie dort gelandet sind. Aber so spätestens ab Höhle hat es mir nicht mehr gefallen. Hm. Ja, also mir hat es schon tatsächlich einen Tick früher schon nicht gefallen. Das fing an mit diesem Gang zur Höhle. Also wo sie dann ja noch erstmal gefangen werden sollten mit irgendwelchen glühenden Brechstangen. Also auch da wieder dein Argument von vorher, wir sind jetzt 1000 Jahre in der Zukunft, ja Alter, warum hast du die Axt dabei? Ist nicht so hundertprozentig schlüssig. Und da ist also wirklich mein Hauptkritikpunkt ist da, die Handlung ist wirklich nur eindimensional. Wir haben die Pro-Stimme, wir haben die Kontra-Stimme, dann haben wir den Verrat und das war's. Das ist also in einer Dimension, ja, also da reicht dann 2D auch bequem aus. Von der ganzen optischen Darstellung in der Höhle, boah, ja mein Gott, ich weiß nicht so recht. Es sollte ja so eine gewisse Coming-of-Age-Geschichte sein, auch für das Mädel oder für den Mann oder ja, wie auch immer er sich dann oder sie sich definiert. Glaubwürdig war es halt nicht. Und das ist genau das Problem, das ich da habe. Also wenn man sich jetzt mal an den Schauspielerinnenwechsel von DS9 in Sachen Trill, dass das Ganze nochmal vor Augen führt, wie geschickt das vom Dialog, vom Drehbuch her gemacht war, das ist eine andere Qualität gewesen. Und da muss ich dir recht geben, ist dann einfach nicht positiv zu bewerten. Wir sind jetzt aber natürlich an einem Ergebnis angekommen für die Crew. Man hat jetzt den Admiral quasi entdeckt und der weiß jetzt auch, wohin man springt. Ja, meine Frage ist jetzt eigentlich, was macht man mit der Figur? Was hat man jetzt für den Serienkontext da erreicht? Man hat jetzt noch einen
also eine Figur mit wenig Erfahrung, theoretisch, es ist ja, soll ja eine 17-jährige Person sein, und hat da quasi nochmal eine Tilly. Ja, genau, und das ist eigentlich ein ganz guter Übergang, eine ganz gute Überleitung zu dem Thema, was ich eigentlich auch noch in der Folge einmal aufgreifen möchte, ist ja, wir haben ja nicht nur die Szene auf dem Planeten, wir haben ja auch Saru, der da so eine Art Volkshochschulkurs in Leadership besucht und versucht, ja, die Crew so ein bisschen zu einen und das Erlebte zu verarbeiten. Und da fällt auch auf, dass eigentlich nach 3 Staffeln diese Charaktere eigentlich fast gar keine Beziehung zueinander haben. Und das nach dem, was sie eigentlich alle schon so zusammen erlebt haben. Ich glaube, Detmar hat das erste Mal mit Stamets gesprochen und ist dann dabei gleich ausgerastet, weil sie ja die Alpha-Pilotin ist und nicht er. Das hat irgendwie schön für den Zuschauer gezeigt, dass da kein Familiencharakter da ist. Für mich war Star Trek immer so Family, ne? Die Crew ist Family. Das war bei Next Generation natürlich sehr stark ausgeprägt. Bei Deep Space Nine auch, obwohl die Charaktere untereinander nicht alle, die hatten auch ihre Konflikte untereinander. Trotzdem hatte man immer das Gefühl, es ist irgendwie eine große Familie. Und das hast du bei Discovery halt überhaupt nicht. Du hast da maximal Einzelcharaktere, über die wir ganz, ganz wenig wissen, obwohl wir schon in der 3. Staffel sind. Und das ist genau dein Kritikpunkt ja auch jetzt. Jetzt kriegen wir noch wieder einen neuen Charakter dazu, der ja auch erstmal eine Geschichte erzählt bekommen muss. Und so wenig Raum, wie wir jetzt für die anderen Charaktere hatten, halte ich das auch für nicht sehr klug. Ja, also man, das, ich will das jetzt nicht mit einem Drogenkonsum vergleichen, aber ich mache das jetzt mal einfach. Man hangelt sich ja als Abhängiger immer so vom einem Schuss zum nächsten. Und ja, kenne ich persönlich, ja. Weißt du ja. Sicher, man, es ist ja, du kennst es ja, es ist ja eine persönliche Leistung, dreimal den Entzug erfolgreich beendet zu haben. Ja. Ganz normal. Nee, aber weißt du, wenn du jetzt sagst, Mensch, du musst das Publikum bei Laune halten, dann hast du ja als Produzent, als Drehbuchautor, hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst entweder also Longtail-Content liefern, so wie das so schön neudeutsch heißt. Dafür ist natürlich ein bisschen Aufwand und ein bisschen Intellekt erforderlich. Oder du kannst halt von der einen Explosion zur anderen dich hangeln. Und Explosion jetzt nicht nur im visuellen Sinne, sondern halt auch im Sinne von, Mensch, man wirft pro Episode immer wieder mal was Frisches, was Neues vor, vermeintlich Frisches. Es ist dann nur alter Wein in alten Schläuchen, oder wie heißt das Sprichwort? Irgendwie so. Irgendwie so. Und so sehe ich das jetzt auch. Also man hat in Episode 1 den Lonesome Ranger, den Idris Elba für günstig da mit reingepackt, der so ein bisschen Captain Reynolds aus Firefly repräsentiert hat. Gut, schon wieder weg, ja. Dann hat man die Föderationsbasis mit reingenommen. Ah, oh, cool. Und das ist wieder Fanservice. Und da wird man nochmal richtig angefixt. Geil. Aber auch schon wieder weg. Jetzt hat man eine neue Figur, die ist ganz anders. Die hat man so schon lange nicht mehr gesehen. So, und was passiert jetzt damit? Ja, wohl wieder nichts. Das ist ja die Erfahrung, die wir in den letzten 2 Staffeln gemacht haben. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit einer Serie wie The Orville, wo man genau dasselbe Konstrukt hat, die genau dieselbe Ausgangslage, man hat eine Crew, aber wir haben dort Dialoge, wir haben dort Charakterzeichnung, wir haben dort Charaktermotivation, die man nachvollziehen kann, und wir haben dort eben auch Nebenfiguren, die mal eine Sprechrolle bekommen und nicht dafür 2 Staffeln warten müssen. Und wenn dann die Dame hier mit dem Implantat, Detmar, glaube ich, heißt sie, Detmar, ja, zum Schluss dann den Arzt umarmt, oder den Mechaniker, Entschuldigung, Stamets umarmt, dann weiß man als Zuschauer überhaupt nicht, woher kommt diese Emotion oder was soll das überhaupt? Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Und das macht dann die Serie oder auch diese Episode so ein bisschen belanglos für mich als Zuschauer, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so, ja, billige Explosionen, die fand ich halt vor 15 Jahren ganz geil. Ja, vor allem billig können wir beide ja selbst. Da brauchen wir Discovery für einschalten. Und ich hatte mir ehrlich gesagt aus diesem Konflikt von Detmar, den sie ja offensichtlich mit sich selbst hatte, wie auch immer, einfach mehr erhofft, als dass es dann beim Abendessen bei ihr herausbricht, dass sie doch eigentlich die Geilste am Steuer ist. Und ja, gut, vielleicht ist das heutzutage so, vielleicht muss man Dinge so einfach erzählen. Fand ich schon wieder grob enttäuschend. Da hatte ich mir doch irgendwie mehr erhofft, was jetzt mit dem Charakter nicht stimmt. Das war ganz gut gemacht in der zweiten Episode, fand ich. So ein bisschen mysteriös, oh, was umtreibt sie da denn wohl so? Und ja, dann ist es einfach nichts anderes wie, ich habe eigentlich den längsten, obwohl ich eine Frau bin. Und ja, es ist mir dann irgendwie zu wenig.
wenig. Wenn das Charakterentwicklung sein soll, dann ist mir das deutlich zu wenig. Mhm. Ja, hast du denn nachvollziehen können, was mit Captain Saru passiert und dem Computer, der irgendwie jetzt ein eigenes Bewusstsein entwickelt? Ich muss zugeben, ich habe die Episode heute Morgen ja nur einmal kurz schauen können. Ich glaube, dass das diese Sphärendaten waren, die sich da selbst aktiviert haben, die in der Discovery noch stecken, könnte ich mir vorstellen. Ja, also das sagt ja auch Saru zum Schluss, dass er das selber auch glaubt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte mir, hä? Moment mal, wenn mein Computer plötzlich irgendwie Emotionen zeigt, da anfängt mit mir auf einer zweiten Ebene zu reden, dann ziehe ich mal einen Stromstecker. Ja gut, aber der Unterschied ist ja, bei dir, du hast ja dann immer die Virtual Reality Brille auf, wenn du da Emotionen empfindest. Ne? Das gut, spare ich mir natürlich die Kleidung, das ist praktisch. Nein, kann ich dir nicht beantworten, vielleicht müsste man die Episode tatsächlich nochmal schauen. Also ich für meinen Teil fand das grob fahrlässig, also aus Perspektive eines Captains, dass er sagt, Mensch, mein Computer macht sich hier selbstständig, der Computer kontrolliert ja nur auch das ganze Schiff. Dass er dann sagt, ja gut, dann laden wir erstmal zum Abendessen ein. Hat er ja, meint er halt, ja gut. Ja, und weil wir ja schon so ein bisschen, um die Zuschauer nicht zu enttäuschen, es gibt ja diese Schlussszene da in der Laderampe oder dem Frachtraum, wo sie dann einen alten Schwarz-Weiß-Film zeigen. Mhm. Gut, das hatten wir bei Enterprise ja auch zu Genüge, dass Kinofilme gezeigt wurden. Und ich hatte erst gedacht, das ist NTV mit Hitlers Helfern oder so. Das war dann doch irgendwie ein alter Stummfilm. Ja, zum Schluss bleibt vielleicht zu sagen, dass die Inkonsequenz eigentlich aus den vorherigen Staffeln jetzt schon wieder losgeht. Was du eben gesagt hast, kann ich nur unterstreichen, diese Pilzantriebgeschichte, zumal man ja in der dritten Episode auf die Erde gekommen ist und keiner hinterfragt, wie man da eigentlich gekommen ist ohne Warp-Antrieb, so richtig. Und sich den auch keiner zu eigen machen will, diesen Supersprungantrieb, weil das ja auch keine Alternative wäre in einer Zeit ohne Delizium. Ne? Also das ist egal. Ne? Wie gesagt, es ist alles unglaublich inkonsequent, unglaublich eindimensional. Es ist ja nichts bis zum Ende gedacht an dieser ganzen Erzählung. Ich tue mir als Zuschauer schwer mittlerweile. Ich muss wirklich sagen, ich hab Serien wie Arrow früher angeschaut. Die haben ähnlich angefangen. Also da hat man sich von Woche zu Woche über solche kleinen Highlights dann hinwegretten können. Irgendwann wurde mir das echt zu blöd. Und genau an diesem Punkt bin ich langsam mit Discovery angekommen. Ja, wäre Discovery, würde da nicht Star Trek draufstehen, würde ich glaube ich auch schon nicht mehr weiterschauen. Aber gut, man ist getrieben als Fan, der jede Folge 352 Mal gesehen hat. Belegbar für alle Star Trek-Fans. Und ja, da möchte man schon wissen, wie es weitergeht. Und man hofft natürlich auch. Ich habe jetzt auch wirklich mit der dritten Staffel gehofft, okay, gibt der Sache eine Chance, Reset-Button, vielleicht passiert was Schönes, was Gutes draus, aber naja. Bleiben wir weiterhin gespannt, aber die Perspektive, finde ich, ist nicht ganz so rosig. Ja, also die Perspektive, das ist immer das, was ich immer so unglaublich schade finde. Man hat jetzt endlich mal den Sprung in die Zukunft geschafft. Ja, man könnte sich jetzt loslösen, könnte wirklich eine eigene Geschichte erzählen, sich auch dabei Zeit lassen, insbesondere wenn man ja schon die vierte Staffel bestätigt hat. Das ist ja auch so ein Punkt. Die vierte Staffel ist bestätigt. Man könnte jetzt also wirklich mal einen schönen Storybogen aufspannen, wo man nicht nur eben von Episode 1 bis Episode 13 denken muss und irgendwelche Handlungen abarbeiten. Da muss ich nochmal einhaken, Daniel. Ja, es ist ja in heutiger Zeit, ist es ja ein Muss, irgendwelche großen Storybögen zu spannen über sieben Staffeln. Aber was ist denn auch mal mit der guten alten Einzelepisode, die ja auch hervorragend sein kann? Da erinnere ich mich an die 90er mit Next Generation und Deep Space Nine und Babylon 5. Wunderbare Einzelepisoden, für die ich auch kaum Vorwissen haben musste, die aber mir auf den Punkt genau das präsentiert haben und die Message rübergebracht haben, wie die Autoren es wollten. Und das muss doch auch mal wieder möglich sein, ohne jetzt die großen, ganz großen Bogen immer spannen zu müssen. Oder siehst du das anders? Also ja und nein. Wir haben bei The Orwell ja durchaus diese Einzelepisoden, von denen du sprichst. Ich bin aber schon der Meinung, dass ein langfristiger Handlungsbogen also in jedem Falle einen Mehrwert bietet.
Man kommt, also wenn ich mich jetzt mal an Babylon 5 erinnere, da wurde ja schon in der allerersten Episode wurde der Grundstein für das Staffel- oder Serienfinale in Staffel 5 gelegt. Das ist, sag mal, als Zuschauer noch mal ein ganz, ganz anderes Erlebnis, finde ich. Also wo man auch richtig, richtig ins Schwitzen kommen kann und mitfiebert und eben von Woche zu Woche eben auf eine Fortsetzung der ganzen Handlung pocht. Ja, und klar, Einzelepisoden können punktuell ein Bedürfnis befriedigen, aber ich glaube, dass ein langfristiger Handlungsbogen immer, also im Gesamtkontext, ein Vorteil ist. Die Kunst ist es, glaube ich, sowohl den Handlungsbogen als auch die Einzelepisode miteinander zu verbinden. Und das haben Serien wirklich in extra guter Ausführung wirklich geschafft in der Vergangenheit. Und bei Discovery ist beides irgendwie nicht so, oder? Beides nicht so gut. Also man könnte der Serie jetzt nicht vorwerfen, dass sie die Handlungen nicht bis zu Ende erzählt hätten. Also es gibt's ja auch manchmal, dass tausend Sachen angefangen werden und überhaupt nicht zu Ende erzählt werden. Es ist schon das meiste zumindest so ein bisschen zu Ende gebracht worden. Die Art und Weise ist halt die Frage. Okay, dann lass uns doch nochmal ein kurzes Fazit vielleicht zu der aktuellen Episode ziehen. Wie war es für dich? Einfach mal in 3, 4 kurzen Sätzen. Für mich war es enttäuschend. Das aus den vorher genannten Gründen. Ich fühle mich einfach als Zuschauer nicht ganz ernst genommen mit der Tiefe und dem Niveau der Serie. Das ist einerseits der Aspekt, dass man eben die Massenmörderin in einer lustigen, humorvollen Rolle zeigt. Das ist, dass man so völlig offensichtliche Punkte in Sachen Führungsstil bei Captain Saru außen vor lässt, völlig unlogische Entscheidungen trifft. Man hat ein Drehbuch, das nur einen Zweck hat, und das ist, eine bestimmte Situation zu schaffen, damit man sie dann im Trailer zeigen kann oder irgendwas, ich weiß es nicht. Und so ging es mir jetzt auch mit Forget Me Not. Es war von Anfang an klar, wohin die Story geht, wie könnte sie auch anders laufen. Und das ist das, was ein bisschen schade ist und was ich auch jetzt als Anlass nehme, um dieser Episode nur eine goldene Klo-Rolle zu verleihen von, wie viel haben wir denn? 5? Haben wir 5 goldene Klo-Rollen? Na gut, also dann vielleicht 2. Ja, ich habe zwar jetzt nur eine, aber 2 goldene Klorollen. Ich wünsche mir einfach mehr Niveau. Ja, wie sieht das bei dir aus, Jens? Ja, ich fange vielleicht mal mit der Bewertung an. Die 2 von 5 Klorollen, die würde ich auch geben. Mich stört einfach jetzt nochmal die Geschichte eines Trills zu erzählen. Das haben wir alles schon gehabt und sehe ich auch als wenig kreativ. Zur Tiefe der Serie in Gänze hast du, glaube ich, alles gesagt. Die Meinung teile ich größtenteils. Trotzdem gibt es immer wieder Aspekte, die mich zurückkehren lassen. Natürlich auch, weil Star Trek draufsteht. Wie gesagt, mich hat auch noch gestört an dieser Episode die Charakterentwicklung, diese versuchte Charakterentwicklung initiiert durch Saru. Und das hat irgendwie für mich nicht funktioniert. Es war nicht stimmig, die Charaktere harmonieren für mich nicht miteinander. Und ich habe nicht dieses Gefühl bei Star Trek, hier, das ist eine große Familie, mit Konfliktpotenzial sicherlich, wie bei Deep Space Nine oder auch bei Enterprise teilweise, sondern hier sind einfach nur Einzelpersonen, die keine Verbindung zueinander haben, und das werfe ich einfach auch massiv den Autoren vor, dass sie das in 3 Staffeln jetzt bisher nicht geschafft haben, dieses Family-Gefühl irgendwie bei mir zu wecken. Deswegen von mir auch für diese Episode 2 von 5 Vorrollen. Gut, jetzt würde ich sagen, wir schalten nochmal zu einer externen Meinung. Wir haben jetzt noch als Zuschaltung Captain Picard. Da schalten wir mal rüber. Muss mal gucken, was Herr Picard, können Sie uns... Ach, da ist er schon. Okay, gut, dann ist auch das jetzt gesagt worden. Vielen Dank. Vielen Dank. Und wir sehen uns ja vermutlich kommende Woche wieder mit der nächsten Episode. Und da haben wir auch schon das Preview gesehen. Und da sollen wir jetzt ja auf die Föderation treffen. Was erwartest du dir davon? Ja, der Trailer
das Preview war jetzt nicht sehr vielsagend. Ja, wir treffen auf die Föderation, aber die Föderation scheint nicht mehr dieselbe zu sein, wie wir sie vielleicht kennen, obwohl sie das ja auch bei Discovery nie war, wie wir sie kannten. Von daher bin ich gespannt. Es scheint zu neuen Konflikten zu führen. Auch Super Michael Burnham, wie ich sie gerne nenne, scheint wieder einen größeren Anteil in dieser Episode zu haben und ich bin gespannt. Der Weltraum-Jesus. Weltraum-Jesus. Erinnert mich an die letzten Monate von Captain God Sheridan bei Babylon 5, der ja auch so eine Art Prophet war zum Schluss. Ja gut, aber der Mann hatte sich auch redlich verdient. Das stimmt. Ja, also da... ja, gut. Gut, dann sehen wir uns kommende Woche vermutlich wieder. Lasst uns das Feedback da. Was sagen diese jungen Kids bei YouTube immer noch? Lasst uns doch gerne ein Like oder ein Abo da. Dann ja, lasst uns... Und dann, ich habe auch noch eine OnlyFans-Page, ne? Ja, genau. Und wir beide starten auch noch mit einem eigenen Rap-Album durch. Also ich glaube, das gehört heute auch zum guten Ton. Ja, genau. Also nochmal zusammengefasst, liken, abonnieren, OnlyFans klicken. Ja, und irgendwie, wo wir noch irgendwie Geld mit verdienen können, ich weiß es nicht. Aber unsere Fans, die sind doch so jung geblieben, die werden es wissen, wie sie uns supporten können, oder? Ja, also spätestens, wenn das Rap-Album dann droppt, dann ist die Street-Credibility halt einfach wiederhergestellt. Altbrutal gut aussehend, würde ich sagen, nennen wir unser erstes Album. Also, was war letzteres? Altbrutal gut aussehend. Also, ne? Gut. Ja, gut. Einbildung ist auch eine Bildung. Ja, da, sehr gut. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Ciao.